während ich, der große Professor Immanuel Gitt, auch genannt Igitt, die Geister in diesem Gemäuer studierte, zerbrach urplötzlich der Finstermond und alle Gespenster drehten völlig durch. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2 HD. Und irgendwas wollte ich irgendwie anders sagen, keine Ahnung. Mann. Das war schon mehrmals, dass ich das gerade so gemacht habe. Aber ja, ein Gruselvilla. Beim letzten Mal haben wir Zahnräderjagd gemacht in A2. Da haben wir 2 Sterne, aber ja, wie gesagt, müssen wir nicht nochmal machen. Wir machen jetzt erstmal A3, Bücherspuk. Wir können das halt alles am Ende nochmal machen. Und außerdem fehlt da generell noch irgendwas. Ich weiß nicht was, aber es fehlt da noch was. Wahrscheinlich müssen wir so oder so dann zum Schluss nochmal rein. Das kann auch dieser Turm sein. Dieser hier. Nö. Wir können nochmal hier runter, bevor wir da hingehen. Und uns die anderen Geister einmal angucken, die wir gefangen haben. Ja. 3187 Gold haben wir. Ding. Nimm dich vor den Druckwellen in Acht, die ihre Hände klatschend verursacht. Trotz ihres groben Äußeren haben sie im normalen Zustand ein Herz aus Gold. Bist ja gefangen, 4 Stück. Größte Masse eines Exemplars 26 W. Hauer ist das. Versteckler. Was? Diese gewitzten Kerlchen spielen gern versteckt. Nur wenn du zu lang nach ihnen suchst, werfen sie mit allerlei Gegenständen. Geh lieber schnell in Deckung. Bist ja gefangen, 3. Größere Masse eines Exemplares 9 W. Goldgrünling. Ein überaus eitler Geist, der seinen schleimigen Körper gegen einen aus flüssigem leuchtenden Feingold getauscht hat. Bist ja gefangen, 1. Größte Masse eines Exemplares 2 W. Wahrscheinlich gibt es noch größere, ne? Ist der überhaupt da? Ach, der ist hier hinten. Okay. Da haben wir nicht, weil wir den Wirtturm noch nicht gemacht haben. Juwelen. Haben wir die alle? Extras. Uns fehlt halt noch ein bisschen Gold, dann kriegen wir neu. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das kann halt sein, dass es dieser Wirtturm dann ist. Aber ja. Und ab nach oben. Da bin ich wieder. Wo es hingehen soll? Natürlich wieder in die Gruselvilla. So. Dann wollen wir mal. Das Paraskop zeigt zunehmende Spukpräsenz im Nordabschnitt der Gruselvilla an. Die Zahnräder haben wir. Nun können wir uns endlich dort umsehen. Dann wollen wir mal. Oha, Luigi, wo waren wir nochmal? Ach genau, weiter geht's. Der Türmechanismus im Foyer will endlich repariert werden. Und was guckst du so? Hier, mit diesem kleinen, feinen, handlichen Kurbelator kannst du den Mechanismus bedienen. Kurbelator, was sind das eigentlich für Namen, ey? Danach solltest du dich im Nordteil der Gruselvilla umschauen können. Huch, was höre ich da? Das Paraskop empfängt ein klar hörbares Signal aus dem Norden der Villa. So. Das ist ja Musik. Kurios. Wenn ich mich recht erinnere, steht in der Bibliothek ein großer Konzertflügel. Ob vielleicht gerade ein Geist von der Muse geküsst wurde? Schauen wir mal auf die Karte. Okay, ich weiß jetzt schon, durch dieses ganze Vorlesen wird mein Hals drunter leiden. Weil ich nehme halt gerade schon Folge 4 auf. Dann gucken wir mal. Luigi, das ist das stärkste paranormale Signal, das wir bisher empfangen haben. Es könnte sich bei unserem Pianisten um eine Art Obergeist handeln. Ein Chefgeist gar. Ach, ich bin so aufgeregt. Schnell, lauf zur Bibliothek und fang dieses Prachtexemplar. Ich überschlag mich mal beim Lesen, ne? Deswegen verlese ich mich auch ständig oder verspreche mich dabei. Ja. Naja, ist eben so. Aber besser so als alles komplett perfekt, finde ich.
Besser so als alles komplett perfekt. Also. Dim, dim. So. Tschüss. Ich geh gleich mal raus. Ich will gucken, ob draußen wieder Kohle ist oder so. Oh, eine Spinne. Danke. Danke. Na, 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 na. Gar nix. Oh, eine Fledermaus. Mistvieh. Mist. Und diese Tür, ne? Diese Türsteine hier. Na, was Neues drin? Okay, das Licht wackelt. Das ist so ein bisschen. Hier sind wieder die Mäuse irgendwo unterwegs. Hm. Okay, diesmal ist da nichts. Ich will halt gucken, ob da wieder was ist. Weil man hat ja bis jetzt gemerkt, es hat sich immer was geändert. So minimal, aber es hat sich was geändert. Ist hier was? Nö. Hallo. Zumindest ein bisschen Kohle, die wir hier kriegen, ne? Nein. Meins. Okay. Ich sage, es ändert sich mal ein bisschen was. Ja, den hatten wir schon. Den saugen wir halt immer wieder ein. Der ist auf jeden Fall im jeden Level, verstehe. Noch mehr Kohle. Nice. Da ist mal nichts drunter. Hier auch nicht. Na gut. Tür, ne? Hm. Okay. Habe ich da gerade was oben gesehen? Nö. Okay. Hier gehen wir rein. Haben ein bisschen was gesammelt. Dann gehe ich nochmal hier rein. Wie gesagt. Okay, hier sind noch mehr Spinnenweben. Zack. Hab dich. Das war's. Hm, die noch nicht, okay. Verstehe. Okay. Es geht also wirklich. Zack. Her damit. Meins. Meins, meins. Aber erstmal, irgendwas sollte man mit dem Feuer machen können, ne? Umsonst geht das doch nicht, oder? Naja. Werden wir ja noch alles sehen. Diese Spinnen immer, ey. Oh. Vor allem, das ändert sich ja auch immer mit den Spinnen, ne? Oh, guck mal, diesmal ist das Ding leer. Warum sind da keine Mäuse eigentlich unten? Ich lade das, vor allem, ich lade das Ding vor die ganze Zeit auf und diesmal brauche ich das nicht. Ist hier draußen was? Ich habe da irgendwas gehört gerade. Hm, irgendwas war da. Deswegen sollte man echt alles nochmal ablaufen, ne? In der Regel. Hm. War doch irgendwas. Und das hier nicht geht. Es geht einfach immer wieder zu. Achso, war nur die Tür. Hier ist gar nichts. Okay, verstehe. Aber ich dachte, irgendwas habe ich gehört. Hm. Bibububu, bibubu.
Ach, guck mal, keine Kohle diesmal. Gar nichts. Okay. Ah, jetzt kam der Kopf runter. Okay. Verstehe. Was soll das? Hello. Hey da, Luigi. Wie ich sehe, sammelst du schon fleißig Geld und Gold. Nur zu, das Bauwerk steht schon ewig leer. Da wird sich niemand beschweren. Ich finanziere mein Studium übrigens auf genau dieselbe Art und Weise. Mit all den Reichtümern kann ich den Schreck weg verstärken. Also dann immer schön fleißig weitersammeln, ja? Viel Erfolg! Ob wir das nicht schon wissen, ey. Okay. Was? Okay, cool. Sehr cool. Also, das ist sehr nice. Kann ich auf das Beta schießen? Nö. Kann ich damit irgendwo durchgehen? Nö, schade. Das war nur das eine Ding rauszukriegen. Verstehe. Man muss wirklich alles nochmal probieren, ne? Münzen. Meine. Meine Maus. Münzenmaus. Oh. Autsch. Wow. Toll. So, ich bin auch so schlecht manchmal. Naja, heißt nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer, ne? Was haben wir jetzt drin? Gar nichts. Nö, hier ist nichts. Hätte ja sein können. Gar nichts drin. Oben ist halt auch nichts. Kann man ja mal versuchen, was ist hier? Kann man nichts machen mit? Kann man ihn vielleicht umpusten? Was ist eigentlich mit der Leiter hier? Den kriegen wir wahrscheinlich auch irgendwann noch weg, ne? Map, map. Okay. Können wir da raus. So. Die sind einfach weg. Wie viel... Kann man hier viel Kohle machen? Die sind einfach weg. Okay. Keine Maus mehr? Warum sind die jetzt weg? Kann man denn irgendwo rausgucken? Kann man ja mal gucken, ne? Ob's geht. Aber wo sind die jetzt mit einmal? Einfach verschwunden? Ich glaub's ja nicht. Ja, das machen wir gleich, ne? Noch bestimmt gleich Mäuse raus oder so, ne? Oder Kohle. Money, money, money. So. Der Knochen. Da haben wir ihn wieder. Der soll halt wirklich für den Fall da sein, so wie ich das mitbekommen habe, wenn du halt sterben solltest. Dass du direkt wieder da bist. Okay. Da, ich geh erstmal hier rein. Zack. Ist nix. Money, money, money.
Einmal. Nochmal. Hallo, Geist. Hab dich. Du gehörst mir. Danke. Danke für dein Geld. Einfach einen zweiten. Weil ich einfach nochmal gucke hier. Das Licht ausmacht, was ich nichts verstehe. Irgendwas. Wenn ich hier spüle. Auch nichts, okay. Hallo, bin wieder da. Ist hier jemand? Guck mal, vor allem, der guckt da runter, ne? Ob da was ist, nämlich immer. Und wir wissen, dass da was ist, aber ist so eine Regel. Hier ist halt gar nichts mehr, ne? Außer, dass wir halt da nochmal den Geist hatten, der uns Geld gibt. Einfach nochmal spülen. Hallo? Einfach nochmal gespült. Und das Ventil, ne, für die Heizung, das da lang geht. Und ich hab vorher die ganze Zeit aufgeladen. Da war einfach eine dumme Fledermaus drin, Mann. Ich probiere es aber nochmal. Wer weiß. Wer weiß, ob da nicht noch was passiert. So. Okay. Wir machen es gleich da hinten, ne? Es eilt ja nicht, finde ich. Eilt halt kein Stück. Also ist meine Meinung. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Ist hier noch was? Der Trick ist eh weg. Aber das hat man halt durch den Spiegel, dass er es gesehen hat, ne? Ist auch so lustig. Schade. Mal gucken, ob hier was Neues ist. Ach, guck mal einen an. Das hat geleuchtet. Das hat geleuchtet. Okay. Was ist denn das? Das da. Warte mal. Kleinen Moment, kurz warten. Ist dann irgendwann später, ne? Was haben wir denn da aufgesaugt? Na gut, hier ist nichts mehr. Hier ist mal rüber gestolpert. Das Ding schwebt. Okay. Warum hat denn das Ding geschwebt eben? Oh, guck mal. Noch ein Goldbarren. Naja. Hier ist das Ding einfach unsichtbar. Okay, das bringt auch nichts. Da haben wir auch nichts. Oh, Münzen. Wenigstens ein bisschen was. Könnte man den eigentlich schieben hier oder so? Nee, ne? Nö. Okay.
Fledermäuse. So. Ich will da nicht mal wieder reinrennen, was denn? Flop. Das war hier, ne? Ach, guck mal einer an. Hat jemand aber Angst? Hier ist halt immer noch diese Tür, ne? Die halt nicht zu sehen ist. Gut. Dann gehe ich mal nach oben. Und wir schauen nochmal, was wir hier oben noch haben. Wenn man halt überall hinkommt, dann macht man das auch, ne? Das können wir halt noch nicht machen. Machen wir das immer mit dem Krack-Krack? Wahrscheinlich, ne? Na, haben wir da noch was oben? Nö. Können wir wieder hochdrehen? Nö. Keine Lust mehr. Aha. Das da oben haben wir eh schon, das ist also egal. Da kommt natürlich nichts mehr raus. Hallo? Münzen! Meine. Gar nichts. Wie knauserig sind sie denn manchmal? Mit diesen kaputten Spiegel überall. Immer diese kaputten Spiegel. Ach, guck mal da. Na, was kommt? Gar nichts? Okay. Ich frage mich, wie wir da hinkommen. Ich frage mich wirklich, wie wir dahinter kommen. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Zack. Meins. Meinst du? Vor allem hier, ne? Und irgendwas können wir da noch machen. Hier. Okay. Das haben wir beim ersten Mal verpasst, weil wir gleich das Ding hier gemacht haben. Ich will da nochmal rein. Und wieder drin. Schön mit dem Kopf wieder gegen die Wand geklatscht. Ich frage mich immer noch, wie das... Irgendwas haben die Gemälde doch zu bedeuten, oder? Tschüss. Irgendwas haben die Gemälde doch zu bedeuten, oder? Können wir nicht rausgucken. Ding, ding. Hab ich eigentlich beim letzten Mal alles gemacht? Weiß ich gar nicht. Hört er mal auf zu spielen, wenn wir hier irgendwie rumsaugen? Und so ein Leer machen? Ich dachte, da wäre was. Ach, guck mal, die kann ich auch noch wegsaugen, ne? Weg damit. Schade, gar nichts. Mach ich die auch noch mal weg. Die hier auch. Und dass wir nicht runterlaufen brauchen. Ach, guck mal. Doch. Da kam was, weil wir eben alles gemacht haben.
wenn ich runterlaufen brauchen. Machen wir es so. Hello. Auf Wiedersehen! Machen wir es so. Geht schneller. Anstatt die ganzen Treppen erstmal runter zu laufen. So. Okay. Okay. Benutze den Kubulator im Foyer. Zack. Die ganzen Mäuse, die hier jetzt wieder sind. Hallo. Hab euch. Oh, eine goldene. Mann, die war weg. Die war weg. Schade. Die habe ich zu spät gesehen. Ah, toll. Naja. Passiert, ne? Okay. Wie kommen wir denn da unten eigentlich ran? Weil wir wissen, dass da einer ist. Naja, vielleicht später. Hab dich. Hab dich. Eigentlich geht das halt recht schnell, ne? Wenn man es ordentlich macht. Hab dich. Danke. Sind die aber erstmal mit dem Fahrstuhl hochgekommen? Ich glaub's ja nicht. Guck mal, jetzt haben wir hier einen neuen Punkt, wo wir dann landen, ne? Okay. Oh, ein Tresor. Ein Tresor. Mit ganz viel Kohle. Eine Fledermaus. Dann eben nicht. Ich bin zu dumm. Hier ist auch eine Tür, ne? Hm. Hiermit können wir nicht fahren, oder? Doch. Ah, ne. Doch nicht. Die Bibliothek. War klar. Können die nicht einsaugen, ne? Das ist eine goldene Spinne. Toll. Tschüss. 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 Da war eine goldene Spinne schon wieder. Toll. Geblieben. Einfach mal ruhig gehen. Einfach mal ruhig gehen. Okay, Spinnen haben wir nicht gekriegt. Schade. Natürlich machen wir das. Junge. Immer noch mal ganz viel Herz und noch mal mehr Kohle dazu. Tschüss. Tschüss. Hallo? Autsch, vorangerannt. Was zu sehen. Hab dich. Was haben wir hier? Gar nichts.
Was man hier immer alles machen kann, ey Junge. Zack. Wir können rausgucken. Okay. Das ist ja viel zu sehen. Nämlich nix. Nämlich gar nix. Und hier? Ist genau dasselbe, ne? Ja. Sehr, sehr viel zu sehen. Dun, 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 dun. So. Okay. Na klar. Natürlich. Zack, alles meins. Da liegt noch mehr rum. Da lag einfach noch mehr rum eben. Hey, hier ist eine Tür. Und da geht's, glaube ich, auch runter, oder? Noch nicht. Ah, doch. Ich kann mir das mal hier gucken. Ah ja. Okay. Nein, Fledermäuse. Ich drücke immer den falschen Knopf aus Versehen. Deswegen treffen die mich. Bin auch zu dumm, ey. Ist also auch nichts. Wahrscheinlich können wir später irgendwie Feuer machen wieder. Hab dich. Hab dich. Okay. Ah ja. Ah, okay. Okay, noch kommen wir da nicht hin, verstehe. Na, geht nicht. Hätte ja klappen können. Hier ist ein Fenster, kann man da durchgucken? Nö. Ist bestimmt auch einer. Eins da. Können wir auch nicht durchgucken. Irgendwo hatte ich hier doch ein X gesehen. Ach da. Okay. Dann müssen wir da lang. Jetzt sind wir hier noch weiter unten, ey. Ist das da oben? Ah, wir kommen wieder nach oben, verstehe. Ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Geist, oder? Ich geh erst mal gucken. Bestimmt im Kühlschrank drin. Ne, doch nicht. Okay. Natürlich ist da wieder ein Geist. Hab dich. Ja, fein, komm mal her. Da ist ja noch. Da sind ja noch zwei. Hallo. Hab dich. So. Das war's. Natürlich im Dreckhaufen gelandet. Haben wir noch einen. Irgendwo nicht geholt, ne? Irgendwo fehlt noch einer. Im Herzen. Das hat doch immer was zu bedeuten. Dass es gleich spaßig wird. Okay, damit konnten wir halt. Damit konnten wir halt den auftauen eben. Ich dachte eher, da wäre ein Geist drin gewesen. Da kommen wir nicht durch. Oh.
Was zur Hölle? Okay. Ach, warte mal. Müssen wir die Fackeln ändern, die Farbe? Sieht das gerade nach aus. Nö. Was müssen wir denn machen? Können wir da hoch? Nö. Ach so. Verstehe. Autsch. Woher? Autsch. Hey. Autsch. Hat er mich ausgelacht eben? Ah, okay. Komm her. Hab dich. Eigentlich war das voll einfach, ne? Ich wollte die Herzen einsammeln, nicht, dass du mich einfach anrufst, Junge. Toll. Luigi, alles klar? Du wirkst ein wenig kramponiert. Wusstest du, dass du beim Saugen Angriffe ausweichen kannst? Drücke einfach B, es ist kinderleicht. Schluck, du bist nicht allein. Los, dein Einsatz. Okay. Ich dachte, das war's schon. Okay. Okay. Wie viele sind denn von dem Typen da? Das war's. Folge den Klängen in der Bibliothek. Okay. Vielleicht hätte ich das mal lesen sollen, was verstanden, ne? Okay, Moment. Okay. Ist immer ein bisschen das unterbrochen, naja. Alles klar, Luigi. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Diese kugelköpfigen Kolossen sind ganz schön harte Knochen. Und ihre Bücherwurftechnik erinnert mich frappierend an meinen alten Doktorvater. Boxen wir dich und diese wunderbaren Geister lieber schnell wieder zurück. Okay. Mission abgeschlossen. 32 Minuten haben wir gebraucht. Rang? Wir haben zu lange gebraucht. Aber ganz ehrlich, egal. Wir haben ja alles angeguckt, ne? Naja.
Was ist denn das? Warum geht mein Steam Deck gerade nicht? Okay. Dann mal kurz neu starten und dann funktioniert es wieder. Ich nutze ja die App, deswegen. Da bist du ja, Luigi. Schön, dass du es in ein Stück zurückgeschafft hast. Wir sind aber schon wieder so bei 40 Minuten. Neues Juwel gefunden. Neues Juwel gefunden. Eins fehlte noch. Neue Geistergewicht. Masse in Juwelen. Im Wunzen. 4 W diesmal. Okay. Neuer Geist gefunden. Masse in Wunzen. 42 W. Und dieser Kopf, ey. Du siehst halt seine Augen gar nicht. Reichtümer. 1036. Nice. Neues Extra. Düsterlampe verbessert. 4000 G gesammelt dafür. Stufe 2. Düsterlampenpension. Was? Düsterlampenisolation. Jetzt überhitzt deine Lampe nicht mehr so schnell. Toll, oder? Hat sie überhaupt jemals. Hat die überhaupt jemals überhitzt? Diese pompösen Poltergeister sind nicht gerade harmlos, doch andere Geister befinden sich nicht. Nun ja. Es kann nicht schaden, sie dennoch eingehend zu studieren. Einfach faszinierend, wie sich manche Geister zu höheren Arten entwickeln können. Das Prinzip dahinter ist mir im Moment noch unklar, aber ich arbeite daran. Das wird mein großer Beitrag zum Korpus der paranormalen Wissenschaft. Luigi interessiert das nicht. Und du, Luigi? Wenn unsere Mission verbracht ist, wirst du der große Held sein und nicht etwa dein Bruder. Dumm. Bronze. Okay. Donnerwetter, die ganze Gruselwelle ist voller panomisierter Gegenstände. Wir brauchen eine Düsterlampe, um das Gerümpel wieder herzuzaubern. Sie müssen noch im Labor sein. Luigi, manches auf der Welt ist einfach zu seltsam, um es zu glauben, findest du nicht? Vieles davon mag echt sein, aber es gibt auch Illusionen. Warte mal, ich zeig dir was. Dies ist ein Wirrlicht, eine paranormale Erscheinung, die Illusionen erzeugen kann. Und irgendwer setzt gerade Scheren dieser possierlichen Lichtlein in der Gruselvilla aus. Okidoki, kriegst du nicht. Dies ist auch der Grund, wieso manche Dinge verschwunden sind. Ganze Rüstung, futsch. Doch all dieses nur Schein. In Wirklichkeit ist alles noch am alten Platz. Glücklicherweise habe ich einen Aufsatz für den Schreckweg 0915 erfunden, der uns helfen wird. Das war das Ding, wo wir noch nicht rein konnten, ne? Ich nenne ihn die Düsterlampe. Mit ihr kannst du Illusionen durchschauen und phantomisierte Objekte wieder sichtbar machen. Leider habe ich sie im Labor liegen lassen. Düsterlampe. Wir haben die halt noch nicht mal und wir haben jetzt schon Stufe 2 freigeschaltet. Das ist das also. Verstehe. Und dort wimmelt es nur so von disziplinlose Geistern. Das ist mir viel zu gefährlich. Aber hey, Luigi, ist das nicht die ideale Aufgabe für dich? Du findest die Düsterlampe gleich auf ihrer Ladestation. Der Akku ist sicher schon voll. Gut, dann ab mit dir. Fertig zum Telefoxeln. Ich wollte eigentlich nicht schon wieder rein, ne? Wir gehen gleich wieder raus. Weil eigentlich wollte ich die Aufnahme beenden. Und ich bin außerdem wieder reingegangen. Nice. Nice. Guck mal, da war die weg. Finde die Düsterlampe. Weißt du was? Nö. Ich geh wieder zum Unterschopf. Ich gehe wieder zurück. Ja. Da
Da bin ich wieder. Ich will was anderes nochmal gucken. Ich habe da nämlich außerdem schon drauf gedruckt. So, ich will nochmal bei der Geistersammlung nachgucken. Mal überspringen. Hier ist er. Diese Genossen sind schlau und ihre Gehirne sind so groß, dass sie telekinetische Kräfte haben. Ihr Humor hingegen scheint eher unterentwickelt. Bisher gefangen drei Stück. Größte Masse eines Exemplars 42 W. Ein überaus... Wir haben aber einen größeren schon gefangen, ne? Wir hatten doch schon einen größeren. Warum wird denn der kleinere angezeigt? Naja. Genau, da fehlt der eine noch. Hier haben wir die frei. Bei 7000 gibt es jetzt was Neues. Naja, gut. Dann würde ich aber sagen... Ja, ja. Dann werde ich hier Feier machen für heute und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Luigi's Mansion 2 HD. Bis dann. Ciao, ciao.